Hast du dir eine Kamera gewöhnt, ja? Ja. Gut. Dich brauchst du gar nicht viel. Wolltest du nicht auch Takus noch interviewen? Dann muss Takus sich auch hierher setzen. Der kommt gleich her. Der setzt sich gleich hier. Gut, nee. Interview. Kann ich dir ganz kurz eine Vorgeschichte erzählen? Das ist von der LR, so eine Art Tageblatt für Jugendliche. Die Tagelöhne. Naja, 20 Cent, halt. Jeden Tag 20 Cent so für eine Tageszeitung. Und dieses Blicklicht ist ein Studentenmagazin von der BTU. Das ist so ein kleineres alternatives Magazin von Studenten für Vereine der Stadt. Und die Kontrolle ist ein Magazin, das er macht. Das ist ein Jugendmagazin für, ja, also. Ich habe nächsten Plan mit, wenn es gesehen wird. Und warum wird es dann gefilmt? Weil er. Ja, also weil wir das gerne ja, nicht schreiben veröffentlichen wollen. Wie? Wo denn? Im Magazin? Nein, nein, auf unserer Homepage. Auf welcher Homepage? www.kompassfüralle.de. Nicht so oft filmen. Okay. Das kostet dann extra pro Minute, wie bei 090 nur. Der rechnet es Sekunden genau ab. Eure Tour denn erstmal bisher? Also, ja. Sorry. Besondere Eindrücke? Nee, nicht so oft, hab ich schon gesagt. Ja, also unsere Tour war bisher sehr gut. Also, es hätte kaum besser sein können. Es war fast überall ausverkauft. War halt mal sehr voll. Die Fans waren sehr gut drauf. Wir haben eine Menge Spaß gehabt. Es gab ab und an mal ein bisschen kalten oder zugigen Backstage-Raum, sodass wir alle ein bisschen unsere Stimmen kaputt gemacht haben, aber sonst war alles sehr cool. Also ich war ja noch nie richtig auf Tour, darum war es sozusagen für mich die erste richtige Tour, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht bisher und war sehr cool. Cool. Was habt ihr allgemein für ein Verhältnis zu den Medien und der aufsteigenden Presse bei euch? Und der was? Zu der aufsteigenden Presse. Also aufsteigen? Also, naja, was meinst du mit aufsteigen? Ziemlich stark im Kommen. Also es ist ja jetzt noch ein bisschen. Aber wir sind ja aufsteigen, nicht die Presse. Ja, aber es ist ja doch, mehr Presse um euch. Wie ist es damit? Also wie steht ihr zur Presse? Achso, du meinst mit dem Ansteigen der Presse? Ja. Ja, also ich habe mich dran gewöhnt. Das ist auch für mich nichts Neues. Man wird ja auch in Berlin ständig gefilmt, wenn man auf einem U-Bahnhof wartet zum Beispiel, sind immer mindestens 3 Kameras auf einen gerichtet. Ob man nicht irgendwo hinpinkelt oder Nummer 2 macht oder... Ist es ein Ziel für euch, auf MTV und Wiener zu laufen? Also ist das... Mein Ziel ist Geld und MTV und Viva ist vielleicht Mittel zum Zweck. Also mein Ziel ist es jetzt nicht unbedingt auf MTV und Viva Videos laufen zu haben. Also ich hätte nichts dagegen, wenn es so wäre natürlich. Aber ich würde mich auch freuen, irgendwie, wenn die meine Musik cool finden. Aber ich würde jetzt nicht meine Musik so machen, damit die unbedingt bei MTV oder Viva laufen. Seht ihr euch selber als Untergrundstars? Ich sehe mich nicht als Untergrund, ich sehe mich als Star. Also, was ist Untergrund? Keine Ahnung. Seid ihr Untergrund? Also, das müssen andere. Ich finde, das ist so ein ganz komischer Begriff, dieses Untergrundding. So, das ist genauso wie dieser Real-Begriff. So. Also wann ist jemand real oder nicht so. Also ich weiß nicht, es gibt halt irgendwie Major-Leute, die sind halt definitiv nicht Untergrund, aber von den paar Verkaufszahlen, die haben, werden die auf jeden Fall definitiv unter dem Untergrund. So. Man kann vielleicht bei uns sagen, dass wir von der Bekanntheit schon über dem Untergrund sind so, aber Untergrund ist, wenn man machen kann, was man will. Ich würde einfach sagen, also für mich bedeutet Untergrund einfach sowas, was Amerika Independent heißt, also dass man halt
Musik macht, halt fernab von irgendwie großen Strukturen, dass man halt einfach die Musik macht, auf die man Lust hat. So. Und wenn halt es Leuten gefällt, dann kaufen die das cool, aber man ändert nicht halt irgendwie die Musik zugunsten der Verkäufe. So. Am 22.09. erscheint ein neues Album. Wie ist es? Ist das der große Karrieredurchbruch? Ja. Ja. Ja, also bis von mir hat daran jahrelang gearbeitet. Also eigentlich waren es nur Monate, aber es kam bestimmt vor Jahrzehnten. Also es ist schon auf jeden Fall für mich persönlich das Allerbeste, was ich hier gemacht habe. Und ich denke, für Bistram bisher auch. Auf jeden Fall das zeitintensivste. Und das Beste. Der Höhepunkt der Karriere? Naja, bisher schon, aber es ist wirklich ziemlich großartig geworden. Also für mich ist es natürlich das Beste und das sagt wahrscheinlich jeder Rapper, aber ich glaube, dass es eins der besten deutschen Rap-Alben wird. Und rückblickend, welches Album hat sich am meisten geprägt? Geprägt? Von mir selber, oder? Welches ist das für dich Wichtigste bisher gewesen? Also in Deutschland auf jeden Fall das erste West-Berlin-Maskulin-Tape. Post Flows Monatos. Und ich glaube, das hat ganz Berlin geprägt. Also, das hat meiner Meinung nach den Berlin-Hype erstmal losgetreten. So. Und international gesehen gab es sehr vieles, was mich geprägt hat. Also jeweils auf unterschiedliche Art und Weise. Also das, natürlich die ersten Eminem-Sachen, als die kamen, haben mich irgendwie sehr geprägt. Dann so viele West Coast Underground Sachen, so wie zum Beispiel so Living Legends, Grouch, PSC, CMA, sowas. Cool Keith hat mich natürlich geprägt, Ultramagnetic MCs, ganz früher Eazy-E. Das sind so meine Anfänge. Gut, eine Frage von den Fans war, was hältst du davon, wie sich gerade Kids entwickeln? Also, ich muss jetzt ehrlich sagen, dass ich von das neue Kid Cobra in der Endform noch nicht gehört habe, so richtig. Aber ich finde es natürlich, also ich wünsche ihm auf jeden Fall viel Glück für seine Projekte mit 5 vor 12. Also er ist jetzt bei 5 vor 12 gesigned, hat da gerade ein Album rausgebracht. Das heißt, Deutschland ist krank. Und das sollten sich auf jeden Fall alle Fans anhören und sich das reinziehen so. Smaxer macht, soweit ich weiß, keine Musik mehr. Also die haben dieses High Society Projekt zusammen gemacht, aber danach hat er meiner Meinung nach keine Musik mehr. Alles Gute und finde es auf jeden Fall cool, dass sie, Smaxer macht es jetzt ja halt leider nicht mehr, aber Koba finde ich es auf jeden Fall cool, dass er sich halt jetzt künstlerisch weitergeht so, und ich glaube, dass sein Album auf jeden Fall für ihn eine sehr wichtige und große Entwicklung gewesen ist. Also die Tracks, die er mir davon gezeigt hat, haben mir sehr gut gefallen. Hast du selber deine Rolle in der Beat-Fabrik gesehen? Also ich habe die anders gesehen als glaube ich die Fans. Also ich habe immer gedacht, ich bin der schlechteste Rapper. Also ich habe immer gedacht, so, die finden Smaxer und Cobra voll cool und mich irgendwie immer scheiße. So habe ich immer das Gefühl gehabt, wenn ich so auf Live-Auftritten war oder wenn es irgendwie so Feedback gab auf die ganzen Sachen. So. Und ich habe immer so gedacht, so, ey cool, dass die Jungs mich sozusagen irgendwie mit dabei haben wollen. Super. Die Rap-Vergangenheit in Deutschland, geht es die Alben, die du persönlich als Klassiker findest? Ja, also also wie gesagt, Host Flows Monatos, auf jeden Fall, krasser Klassiker. Deutsche Rap-Alben, die mir wirklich gut gefallen. Also von Taktus, BRP 3, 4, heißt das so? 3 und 4 war ein Album, ne? Nee, 5 und 6 war eins. Aber 4 dann, meine ich. Ja, 4, was es auf Platte und auf CD gab, wo sich die Tracks jetzt erschienen haben. Achso, 4 und 7. 4 und die, genau. Also das war für mich auf jeden Fall eins, also nach Host Flows Monatos so, das Album, wo ich mir so gesagt habe, okay, dieser Battle Rap, das ist jetzt so, da hat es einer auf den Zenit getrieben. Also das, was die anderen Leute machen, so, besonders jetzt aus Westdeutschland und so, das war für mich dann irgendwie so, naja, das war dann vielleicht auch ganz interessant, aber das war für mich war das dann sozusagen, da hat jemand das geschafft, das zu einer Kunstform zu machen. Und sonst andere deutsche Rap-Alben würden mir keine einfallen. Wie ist es denn mit der nächsten BRP? Soll ja angeblich, also im nächsten Jahr oder Ende dieses Jahres soll die nächste BRP erscheinen. Kann man darüber schon was sagen, wer darauf sein wird? Ich habe noch nicht angefangen. Es kann sich nur noch um die Unendlichkeit handeln.
Mir fällt doch noch ein Album ein. Und zwar Justus Zeichen und Muster. Das ist für mich auf jeden Fall das inhaltlich. Also was so diese Inhaltsraps angeht und diese Lieder über Themen zu machen. So, da war es für mich auf jeden Fall das beste deutsche Rap-Album und so wie ich finde, eins der unterschätzten. Also am meisten unterschätzten, weil es hat, so wie ich finde, nicht die Beachtung bekommen, die es verdient hat. Ja, wie ist es mit euch und dem Agro-Hype? Also identifiziert ihr euch mit dem Agro-Hype? Ist Sido die Schlinge? Frage nicht verstanden. Wie steht ihr zu dem ganzen Agro-Hype? Ich hab dabei nichts zu tun. Aber ich glaube auch wirklich, das hat. Also mit dem, was Taktlos macht oder was ich mache, das ist was ganz anderes. Das ist jetzt zufällig die gleiche Stadt, aber es ist. Hat, glaube ich, wirklich nichts miteinander zu tun. Ja. Hebt mal meine Kamera aus. Ich sag mal nochmal, die nächste BAP erscheint, es kann sich nur noch um unendlich handeln. Okay. zu deinem neuen Album, was erwartet uns? Und gab es Zeiten, in denen du das Ganze als lähmend empfandest? Meinst du jetzt ihn oder mich? Wie meinst du als lähmend? Ja, ich würde sagen, dass dies zeitweise ja doch unter dem Druck steht, ein neues Album zu produzieren und inwiefern ist das beeinflusst also die Kreativität? Es war jetzt nicht so, dass wir uns, also wir haben uns natürlich krass Druck gemacht, so, weil wir halt ja wirklich was ganz besonders Großartiges machen wollten, aber also normalerweise muss ich sagen, habe ich nie so lange an einem Album gearbeitet wie jetzt an dem. Insofern war es jetzt mehr Zeit als genug, aber obwohl wir jetzt schon fertig sind, haben wir immer noch wieder neue Ideen für Tracks, die wir jetzt noch gerne machen würden. Und das geht einfach nicht. Also es wird ja ein Doppelalbum und die Premium-Edition wird sogar ein Dreifachalbum. So, also wir haben mehr als genug Lieder, so ist es jetzt nicht. Wie kam es so zur Zusammenarbeit zwischen euch? Ich habe halt überlegt, ob ich mich auf Tour gehen könnte so. Und ich wollte halt mal was machen, was irgendwie die Leute so verblüfft. Und ich glaube halt, dass sowohl Taktlos wie halt auch ich in der Szene so jeweils so ein Unikum darstellen. Also man kann uns jetzt nicht in irgendeinem gewissen Pool von anderen Leuten mit reinwerfen und sagen, okay, das ist jetzt einer von denen, der rappt so wie die. So. Also das ist, glaube ich, bei ihm und bei mir so. Und da war es halt einfach irgendwie naheliegend, was mit ihm zu machen, zumal wir halt beide aus Berlin kommen und ich habe mit ihm noch nie irgendwie Musik gemacht und wir haben auch sonst eigentlich nicht so viel miteinander zu tun, aber ich schätze halt seine Sachen sehr so und das erste West-Berlin-Maskulin-Ding war halt was mich und eine ganze Generation von Leuten aus Berlin irgendwie zum Rappen irgendwie verleitet hat, so darum glaube ich einfach, dass es auch eine spannende Mischung ist, weil er vollkommen andere Fans hat als ich so und vollkommen andere Sachen macht und ziemlich brisant. Also die Fans von ihm gucken so, okay, alles klar, was macht er jetzt? Und meine Fans gucken dann so, okay, dieser Taktlos, was hat der für eine krasse Show? So, und, also das ist interessant einfach. Eine inhaltliche Frage hätte ich noch, und zwar keine Liebe. Warum keine Liebe? Warum? Ob das auf der neuen CD beantwortet wird? Ja, das wird vielleicht auf der neuen CD beantwortet. Also, ja, aber ich meine, wenn man sich den Track anhört, so, dann ergibt sich eigentlich auch die Antwort, oder? Das Ding ist noch, wie seht ihr euch selber als Vogelfunktion? Also denkt ihr schon daran, an die Leute, die jetzt da draußen im Publikum stehen und wie die Texte da ankommen? Weil es gibt ja auch immer so eine sehr zwiespältige Diskussion über Inhalte. Also ich würde sagen, seine Inhalte sind ganz anders als meine Inhalte. Also. Alles, was ich weiß, weiß ich nicht aus der Schule. Habe ich nicht gesagt, hat er mir schon gesagt. Ist das eine Frage? Ja, das ist die Frage. Also, wie ist die Vorbildfunktion zu den Leuten, die da draußen stehen? Gibt es eine? Nein. Ich bin Künstler.
kein Vorbild. Ich meine, das ist ja halt so, wenn man, sag ich mal, jetzt einen Film guckt, so, ja. Also beispielsweise, ganz blödes Beispiel, so James Bond. Dann ist er ja, also das, was er irgendwie vormacht, das macht ja der normale Kinogänger ja auch nicht nach. So. Aber man kann natürlich schon gerade in dem Alter, wo, sag ich mal, Leute sich sehr stark mit der Musik identifizieren, eine Vorbildfunktion übernehmen. Und ich, also ich persönlich finde halt, man muss sich dessen sehr bewusst sein. Weil halt, wenn du jetzt den Leuten irgendwie erzählst, so ey, nimm irgendwie ganz viel Drogen und beispielsweise vergewaltige Frauen und dann macht das halt einfach nur ein Typ so, dann hast du dir halt einfach irgendwie was Schlechtes zu Schulden kommen lassen, weil der im Endeffekt vielleicht auf die Idee gekommen ist oder das irgendwie das ausgelöst hat, dass du das gesagt hast und du halt in der Position warst, dass er darauf gehört hat, was du gesagt hast. Und darum finde ich, muss man sich schon sehr bewusst sein der Verantwortung, die man da hat. Und also ich finde halt bei meinen Texten ist wichtig, irgendwie jetzt nicht den, sag ich mal, Fans, die natürlich normalerweise schon etwas jünger sind als man selber und die das dann vielleicht irgendwie auch cool finden, was man so macht, denen irgendwie so zu erzählen, dass es irgendwie cool ist, jetzt möglichst viel Bräute zu ficken oder sich so manche anderen Rapper so, die erzählen halt, wie Hammer das ist, sich krasse Autos zu kaufen und krass viel Eis und Juwelen und sowas und das ist halt alles so, naja, das finde ich halt einfach ein bisschen dumm so. Also das ist gibt auch dem Hörer eigentlich keinen Mehrwert, wenn er sich das anhört. Genau. Wie weit geht auf Tour? Also, wie lange seid ihr unterwegs? Also bis ans Ende der Welt. Die Tour geht noch bis ins Extrem. Die Tour geht bis zum bitteren Ende. Also wir sind jetzt noch 5 Tage unterwegs mit heute. Und dann wollen wir danach rüber machen an die Côte d'Azur. Da erstmal ausspannen, surfen, Wellen reiten. Dann an die schwarzafrikanische Küste. Dann lassen wir mal gucken, schauen wir mal. Gut, dann habe ich noch eine Frage zum Abschluss. Und zwar auf der Not Peanuts-Seite habt ihr den Link der Fanpage zu Prinz Porno. Schaut ihr da selber im Forum manchmal vorbei? Also nee, also ich habe ehrlich gesagt, ich bin nicht so der Internet-Typ. Ich finde es irgendwie immer wieder spannend, wie viel Zeit irgendwie die Leute anscheinend in Foren irgendwie verbringen. Und ich finde es auch cool, irgendwie, wenn sich die Fans da über uns austauschen. So. Also sowohl im guten wie im schlechten Sinne, so, weil auch die Hater machen Promo. So. Und ich persönlich habe mir aber das noch nicht angeguckt. Also ich habe mir mal irgendwie so eine Fanseite angeguckt. So. Und fand das natürlich auch witzig, auf jeden Fall cool, aber so diese Foren lese ich mir eigentlich nie durch, weil es gibt da manchmal so Sachen, da freut man sich, dann gibt es wieder Sachen, da fragt man sich, Mann, was denken die denn für Scheiße, wie kommen die denn einfach so, also das gucke ich mir einfach nicht an, in der Regel. Okay, wir danken euch.